So. Jetzt müssen wir mal schauen. Irgendwo muss ich noch die zweite Zugangskarte finden. Ich muss da noch irgendwo eine Tür mit einem Schlangenschlüssel haben. Aber das Zimmer hier ist gar nichts. Mal schauen wir mal, ob wir hier noch mal eins tiefer. Da noch eine stinknormale Räume. Gut, hier sind nur die ganzen Akten. Mehr ist nicht. Okay. Ich bin der Meinung, ich habe noch irgendeinen Raum übersehen, aber... Ich glaube, es müsste noch in dem neuen Haus sein von der Mutter. Hier warten die Kumpels wieder auf uns, aber ich gehe jetzt raus. Kein Bock auf euch. So. Ich hoffe nur, dass jetzt hier nicht wieder so ein oller Schnösel kommt. Ich habe ehrlich gesagt kaum Munition mehr. Ich glaube, Medizin habe ich auch. Na gut, zwei große noch. Oder? Sind das die großen? Gut, kann ich jetzt so nicht sagen, aber immerhin. Und ich habe zwei Dietriche, mit denen ich noch nicht mal weiß, was ich da groß anfangen soll. Was haben wir? Hier ist auch nichts mehr mit einer Schlangentür. Da ist auf jeden Fall noch ein Dietrich. Da kann ich noch. Und da ist noch eine Leiter, die ich nicht. Okay. Wo gehe ich jetzt lang? Ich gehe jetzt da lang. Nee, dann gehe ich nochmal zurück. Und schau mal, dass ich da nochmal weiter gucke. Vielleicht komme ich ja da noch irgendwo hin. Vielleicht ist das der Fehler. Ah, hier ist noch Schießpulver. Sehr gut. Habe ich irgendwie noch? Nö, habe ich nicht. Okay. Gut, egal. Heben wir für später auf. Man weiß ja nie. So, jetzt bin ich hier und jetzt muss ich da rein. Gut, dann gehe ich jetzt hier. Oder ist es die Leiter? Ich schaue einfach nochmal nach. Was war denn hier eigentlich mit dem? Hier kann ich nichts machen. Okay. Vielleicht kann ich mir noch mal eine Pille reinschmeißen. Ach nee, okay. Das sind andere Pillen, die Gesundheit heilen. Okay. Ist auch alles leer. Hier war die Tür, die abgeschlossen war. Ja, dann ist das bestimmt die Leiter, die hier. Ja, okay. Kann ich hier irgendwas anklicken? Auch nicht. Okay.
Weil mehr hat uns ja auch dieser Lukas nicht gesagt. Also, wir haben den Schlüssel aus dem Polizisten herausgezogen, den ersten Raum aufgemacht. Und habe ich da vielleicht irgendwas übersehen? Der erste Raum war ja wieder bei den zwei tollen Freunden, ne? Oder drei sind es sogar, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also wieder zurück. Es tut mir leid, Freunde, dass ich gerade auf dem Schlauch stehe, aber es sind halt leider auch keine genauen Angaben. Ich bin nur die ganze Zeit der Meinung, ich hätte noch einen zweiten Schlangenraum gesehen, aber keine Ahnung wo. So. Ich habe ihn bisher auch leider nicht so wirklich auf der Karte finden können. So, jetzt heißt es wieder rennen. Warum ging die Tür gerade zu? Muss ich vielleicht doch dahin? Ach, was macht er denn da? Ja, muss ich drücken. Vielleicht war das ja ein kleiner Hinweis, dass wir dahin müssen. Vielleicht läuft ja auch nicht umsonst so ein hässliches Vieh rum. Hallo Kumpel, ne? Aber hier ist. Ich schau mal ganz kurz, ob ich hier irgendwie noch hochkomme oder. Zimmer der Großmutter, Freizeitraum. War nicht noch. Aber da sehe ich nirgends eine Schlanktür. Aber wie komme ich denn da jetzt hoch? Da geht's zur Garage. Ja, da kann ich ja eigentlich nur über die Eingangshalle und dann die Treppe hoch. Okay. Na, kommt jetzt alles fett im Schritt? So, hier ist das Zimmer der Großmutti, wenn ich jetzt. Und da sind wir hier. Hier vielleicht noch irgendwas übersehen? Eine Geheimtür oder. Okay. Aber war das nicht der Raum, wo wir den Granatwerfer her haben? Das ist doch der Granatwerfer, oder nicht? Aber wieso finden wir denn die Zeichnung jetzt hier? Hm.
Na Großmutti, erzähl doch mal, wo muss ich denn jetzt hin? Na, hast du einen kleinen Tipp? Ich meine, ich bin ja da runtergegangen. Vielleicht muss ich ja wieder dahin. Das war ja in die andere Richtung. So, hier hat er die erste Karte gefunden. Na, verbesserte Pistolenmunition habe ich noch gefunden. Sehr gut. Habe ich die auch ausgerüstet? Ja. Allerdings sollte ich die vielleicht gleich mal switchen. So. Ja. Hier noch was übersehen? Nö. Hier vielleicht noch eine Krähentür? Leichenhalle. Hey Kumpel, geht's dir nicht gut oder warum machst du so eine komischen Geräusche, hä? Nein, was, Mann, was mache ich denn, ey? Gleich noch einer. Oh, Scheiße. Alter, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich meine, die kommen ja, glaube ich, nicht umsonst. Ich meine, irgendwie müssen wir, glaube ich, lang. Und es würden hier keine Gegner sein. Also zumindest ist es eigentlich in fast jedem Spiel so. Alter, der kam gerade sehr unerwartet. Aber gut, würde mich auch wundern, wenn er sagen würde, hallo, ich komme jetzt. Ja. So, da hatten wir den Krähenschlüssel. Ich laufe jetzt einfach nochmal runter. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube da an dieser Arena, wo wir... Schlangentür. Okay, die hatte ich schon offen. Was war das gerade? Ich konnte doch Schießpulver. So, dann schaue ich mal weiter. Hier vielleicht noch was übersehen in dem Raum? Nö. Okay. Dann gehe ich jetzt mal den Weg hier lang. Hier komme ich auch noch rein, oder? Ja. Muss einfach mal alle erdenklichen Wege gehen. Und eventuell sogar noch Munition finden oder andere Sachen, wie gerade eben. Okay, es war jetzt aber nichts. Da kam mir das hässliche Vieh entgegen. Und dann geht's wieder nur nach oben. Schade, hätte ja klappen können.
komme ich jetzt hier wieder raus? Hier lang? Ne, jetzt bin ich... Oder doch. Hier geht's hoch. Ja. Wo muss ich lang? Gut. Hier vielleicht noch irgendwas, eine Notiz, die ich brauche. Die Uhrennotiz hatte ich als letztes. Okay. Warnung, Brief vom Arzt. Gut, die haben wir schon. Nö, also ich habe jetzt auch nicht wirklich mehr aufgesammelt, was mich jetzt irgendwie weiterbringen könnte. Aber ich werde jetzt nochmal die andere Seite nehmen. So, kommt mal erstmal runter, Leute. Super, Dankeschön. Dann habe ich nämlich mehr Zeit, hier lang zu gehen. Da ist die nächste Schlangentür. Na, sieh mal einen an. Die aus wie ein Kinderzimmer. Da können wir jetzt hier eigentlich drauf spielen oder fällt es auch wieder zu? Ach, es ist kaputt. Okay. Er fasst es nicht mal an. Er ist einfach, er macht eine Ferndiagnose. Guckt sich das an. Ist kaputt. Ja, okay. Sag doch einfach, dass du keinen Bock hast. Ist kein Problem. Kann ich verstehen. Ich hätte auch Besseres zu tun, wenn ich in so einem Irrenhaus wäre. Aber man kann es ja mal probieren. April. Oliver hat zu schreien aufgehört. Aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Mai. Es stinkt total. Und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer. Weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Fernbedienungstrophäe? Okay. Haben wir hier? Okay. Gut. Wenn das so ist. Oh, ja, mein Ball. Was haben wir hier Schönes? Oh, Flintenmunition. Vielen Dank. Junior Erfinderwettbewerb. Ja, das hat leider nur für den dritten Platz gereicht. Was haben wir hier? Zweiter Platz. Dritter Junior Erfindungswettbewerb. Okay. Sonderpreis. Amateur Robotermeisterschaft 1998. Also sieht er aus wie so ein Jungszimmer. Könnte das Lukas Zimmer sein? Ist auch wieder dasselbe Krokodil, was wir auch dem kleinen Mädchen gesehen haben. Und noch ein Dietrich.
Was haben wir hier noch? Ich blätter das jetzt einfach nur mal eben durch. Also wer das lesen möchte, kann gerne kurz anhalten. Aber ich würde jetzt eigentlich gerne... Ich schau mal das hier. Nein, ich will das nicht mehr angucken. Hä, was war denn hier? Flintenmunition. Ich würde jetzt eigentlich gerne diese Leiter hochklettern. So. Eine Happy Birthday Kassette. Okay. Renovierungsvertrag. Kunde Jack Baker. Auftragnehmer Trevor und Chamberlain Construction. Renovierungszeitraum 10. November 1992 bis zum 30. November 1992. Umfang Installation von schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Okay. Gut. Was haben wir hier? Spielzeug. Wir haben starke Chemikalien, sehr gut. Was nehme ich? Ich würde glatt sagen, ich nehme auf jeden Fall einen Heiltrank. So. Wir haben noch ein bisschen Munition übrig. So. Und wieder ein neues Schattenspiel, aber erstmal gucke ich nach, können wir hier vielleicht auch nochmal reinschauen? Nein. Urteil. Das Gemälde zeigt eine Frau, die vor einer Menge kniet. Okay. Ah ja. Okay. Jetzt habe ich es auch gesehen. Vorher hat mein Schatten das Ganze verdeckt. Schauen wir mal, dass ich den da hinkriege. Ja, so war schon mal richtig. So dürfte es gut aussehen. Ja, so müsste es gut aussehen. Perfekt.